Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie mich kurz zu Beginn auf Herrn Walter reagieren. Ich muss sagen, ich war heute zum zweiten Mal doch relativ geschockt von einer Partei, die 10 Jahre lang das Gesundheitsministerium geführt hat und eigentlich die Komplexität der Prozesse gut kennen sollte. Am Dienstag mussten wir hören, zumindest war das der indirekte Vorwurf, Menschen seien wegen des stotternden Impfstarts gestorben. Und heute war hier die Rede von Staatsversagen. Ich muss ehrlich sagen, auch die Regierung Brandenburgs hat natürlich nicht alles richtig gemacht in der Pandemie. Keine Regierung in diesem Land oder im Bund hat alles richtig gemacht. Denn die Bekämpfung der Pandemie ist doch ein Prozess und die Entwicklung muss immer wieder den Gegebenheiten, müssen wir unsere Politik anpassen. Und im Gegensatz zur Linken muss ich sagen, Sie tun so, als wüssten Sie zu jeder Zeit gewusst, was zu tun ist. Ich glaube, das wusste niemand. Und insofern ist es eine Entwicklung, in der man immer wieder auch aus den Veränderungen lernen muss. Und darum geht es doch letztendlich. Und weil wir heute mehr wissen über die Verbreitung des Coronavirus und den Verlauf der Krankheit Covid-19, können und müssen wir künftig differenzierter, kreativer und auch pragmatischer mit der Pandemie umgehen. Für uns als SPD-Fraktion, das haben wir in dieser Woche auch in einem Papier nochmal verdeutlicht, bedeutet das auch, dass wir eben nicht auf pauschale Lockdown-Lösungen setzen sollten. Hintergrund sind die auch schon oft zitierten enormen sozialen, wirtschaftlichen, aber auch die anderen Gesundheitsbereiche betreffenden Folgen des Lockdowns. Ich möchte das mal beispielhaft an einer besonders paradoxen Folge des Lockdowns verdeutlichen. In verschiedenen Studien der letzten Wochen und Monate ist festgestellt worden, dass Menschen mit starkem Übergewicht, Adipositas, leichter an Covid-19 erkranken, ein höheres Risiko für einen schweren Verlauf der Krankheit haben, aufgrund eines höheren Aerosolausstoßes auch als Superspreader schneller in Frage kommen und bei ihnen letztlich vermutlich dann auch noch die Impfung weniger wirkt. Zugleich veröffentlichte der RBB erst vor wenigen Tagen folgende Umfrageergebnisse. 43% der Menschen in Berlin und Brandenburg gaben an, in der Pandemie deutlich zugenommen zu haben, im Schnitt um 5,5 Kilogramm, 21% sogar um bis zu 9 Kilogramm. Diese Angaben decken sich mit weiteren Umfragen und Studien zum Thema Übergewicht in der Pandemie. Man muss also schlussfolgern, manche zur Eindämmung der Infektionskrankheit zweifellos richtigen Maßnahmen haben auf der anderen Seite zentralen Risikofaktoren für schwere Covid-Erkrankungsverläufe und andere Erkrankungen massiv befördert. Welch paradoxe Entwicklung. Und dies ist nur ein Beispiel von vielen, warum wir eben neben dem Erlass von Eindämmungsmaßnahmen mehr Kreativität brauchen. Wir brauchen kreative Lösungen, um sogenannte Öffnungsszenarien oder ich spreche lieber vom Rückkehr zu unserer gesellschaftlichen Normalität möglich zu machen. Hierzu gehört natürlich in erster Linie das Impfen und Testen, das heute hier schon im Mittelpunkt der Debatte stand. Dazu gehört aber auch, Benjamin Raschke hat es gerade angesprochen, dass wir den Inzidenzwert, also den Wert, der in den letzten Monaten hier immer der zentrale Wert war und leider, auch das ist schon kritisch angesprochen worden, im Beschlusspapier des gestrigen Tages auch wieder die zentrale Rolle hat, in seiner Aussagekraft anpassen. Dies gilt zum Beispiel mit Blick auf eine kommende Teststrategie. Es ist doch klar, wenn mehr getestet wird, was gut ist, holen wir mehr Infektionen aus dem Dunkel ans Licht. Und dann kann, und ich sage dann wird, der Inzidenzwert wieder deutlich steigen, was in diesem Fall sogar positiv ist, weil wir ja mehr Infektionen entdecken. Österreich ist aktuell ein gutes Beispiel dafür, wie mehr Tests zu höheren Inzidenzwerten führen. In diesem Zusammenhang ist allerdings zu befürchten, dass wir mit den starren Inzidenzwerten des gestrigen Beschlusses bald auch Probleme bekommen könnten. Was machen wir eigentlich, wenn vermehrtes Testen und eine nochmalige Rückkehr des Winters die Zahlen in den nächsten Tagen wieder über die 100er-Marke treiben? Ich erinnere daran, in Frankreich liegt die Zahl heute bei 226, in Italien bei 204 und in Österreich bei 162. Nehmen wir dann alle geplanten Öffnungsschritte wieder zurück? Ich denke, wir brauchen darauf differenzierte Antworten. Denn die Aussagekraft der Inzidenzen war schon immer sehr unterschiedlich. Und gerade jetzt, wo wir mit dem Impfen und Testen vorankommen, müssen wir bei den Öffnungsszenarien differenzierter vorgehen. Mit anderen Worten, ein hoher Inzidenzwert in der Altersgruppe 20 bis 30 ist eher tolerabel als ein solcher in der Altersgruppe 70 bis 80. Wenn aber in der höchsten Altersgruppe, oder bleiben wir bei der Altersgruppe 70 bis 80, durchgeimpft worden ist, dann ist auch eine höhere Inzidenz dort wieder tolerabel. Dies spricht dafür, dass mehr alters- und gruppenbezogene Inzidenzwerte erhoben werden und weitere Faktoren wie die Impfquote und die Tests bei der Rücknahme von Eindämmungsmaßnahmen zu berücksichtigen sind.
Es geht jetzt vor allem auch darum, die schweren Erkrankungsverläufe innerhalb der Risikogruppen durch besondere Sorgfalt zu verhindern. Und was brauchen wir, um die Informationen, also eine differenzierte Datenlage, zu bekommen? Wir brauchen funktionierende Gesundheitsämter und Behörden, die die Kontakte nachverfolgen können und gezielt Daten auswerten. Wir brauchen in den Ämtern künftig ein zielgenaues Kümmern um die Risikogruppen statt einer ressourcenraubenden Massenbetreuung. Und dazu braucht dieses System Entlastung. Und diese muss unter anderem darin bestehen, dass die Ämter endlich im 21. Jahrhundert ankommen. Wir brauchen Surfnet, wir brauchen SORMAS, wir brauchen andere Software, die einen digitalen Datenaustausch in Ämtern ermöglichen. Der prototypische Gesundheitsamtsmitarbeiter mit dem Stapel von Faxpapieren muss dabei endlich der Vergangenheit angehören. Auch die Einbindung neuer Tracing-Apps wie das viel diskutierte Luca können und sollten helfen, die Ämter bei der Nachverfolgung zu entlasten. Erfolgt diese Entlastung, können die qualifizierten Kolleginnen und Kollegen in den Gesundheitsämtern übrigens auch endlich schrittweise zu ihrer eigentlichen Arbeit zurückkehren. Sie können in Kitas, Schulen und öffentlichen Bereichen zum Umgang mit der Pandemie beraten. Sie können Präventionsangebote machen im Hinblick auf den Infektionsschutz und übrigens auch im Hinblick auf die Vermeidung von Risikofaktoren wie Adipositas. Ich fasse zusammen. Nutzen wir die Instrumente Impfen und Testen, werfen wir einen differenzierten Blick auf die Inzidenzzahlen, unterstützt durch eine ausreichende Datenlage, statten wir die Kontaktnachverfolgung mit zeitgemäßen Instrumenten aus. Kurzum, seien wir noch kreativer und pragmatischer. Das ist es, was wir jetzt wirklich brauchen, um in der Pandemiebekämpfung voranzukommen.